In diesem Tutorial werden wir uns die Multiplikation von Matrizen anschauen, nach dem Schema von Falk. Dieses Video eignet sich sowie für berufliche Gymnasien im Wahlbereich Matrizen bzw. lineare Algebra als auch für Grundstudium. Bevor ich mit dem Hauptthema loslege, will ich zuerst ein paar grundsätzliche Sachen klarstellen, damit ich sicher bin, dass wir im Laufe dieser Präsentation von den gleichen Sachen reden. Die Dimension einer Matrix. Was ist denn die Dimension einer Matrix? Das bedeutet die Anzahl der Zeilen und der Spalten. Also, wenn wir beispielsweise so eine Matrix haben, können sie auch Matrix A nennen, dann können wir ganz einfach feststellen, die Matrix hat 3 Zeilen und 2 Spalten. Also, man kann sie allgemein auch so angeben. Also, wir haben hier unsere Matrix A mit 3 mal 2. Also, so kann man beispielsweise einfach die Dimension angeben. Als nächstes ein paar einfache Rechenoperationen, wie zum Beispiel Addition oder skalare Multiplikation, die es nicht wert sind, ein extra Tutorial daraus zu machen. Also, zu der Addition zwei Matrizen. Damit man zwei Matrizen addieren kann, müssen natürlich die gleiche Dimension haben. Hier haben wir in diesem Fall 2 mal 2 Matrizen. Und wenn das der Fall ist, dann ganz einfach, jedes Element von der ersten Matrix wird zu dem passenden Element aus der zweiten Matrix addiert. Das bedeutet das erste von hier mit dem ersten von der zweiten und so weiter. Deshalb können wir, glaube ich, an dieser Stelle schon zusammenfassen. Das sind dann 3, minus 1, 3 und 5. Also, das ist die Addition. Noch eine einfache, aber sehr wichtige Operation ist die Multiplikation mit einem Skalar. Zur Erinnerung, mit Skalar ist eine gewöhnliche Zahl gemeint, das bedeutet in der linearen Algebra gibt es das Bedarf zu unterscheiden zwischen Matrizen, Vektoren oder gewöhnliche Zahlen. Deshalb nennt man die gewöhnlichen Zahlen Skalare, also in diesem Fall ist ein Drittel unser Skalar. Und wenn wir ein Skalar mit einer Matrix multiplizieren, dann müssen wir natürlich diesen Skalar mit jedem einzelnen Element der Matrix durchmultiplizieren. Ich hoffe, die Idee ist klar, deshalb legen wir auch gleich los. 1 Drittel mal 6 sind natürlich 2, 1 Drittel mal 9 sind 3, 1 Drittel mal minus 3 sind minus 1 und 1 Drittel mal 3 sind 1. Und jetzt zu der Multiplikationsregel. Auf was ihr zuerst achten sollt, ist immer die Dimension einer Matrix. Was ist genau damit gemeint? Also, allgemein habe ich hier zwei Matrizen, verschiedene Dimensionen miteinander multipliziert. Und wir erinnern uns, die erste Zahl steht immer für die Anzahl der Zeilen und die zweite für die Anzahl der Spalten der Matrix. Damit zwei Matrizen miteinander multiplizierbar sind, muss die Anzahl der Spalten bei der ersten Matrix identisch sein mit der Anzahl der Zeilen bei den zweiten. Das bedeutet, nur wenn sie gleich sind, darf man die zwei Matrizen miteinander multiplizieren. So, die anderen zwei Werte haben natürlich auch eine Bedeutung. Die geben die Dimension der Ergebnismatrix. Also auf der rechten Seite habe ich mit C die Ergebnismatrix angegeben. Und ihr erkennt, die Anzahl der Zeilen von der ersten Matrix ist auch die Anzahl der Zeilen hier. Und die Anzahl der Spalten von der zweiten Matrix ist die Anzahl der Spalten hier. Also, bevor man versucht, zwei Matrizen miteinander zu multiplizieren, muss man immer ihre Dimension überprüfen. Damit meine ich vielleicht noch anhand eines kleinen Beispiels, wenn ich eine 2 mal 3 Matrix mit einer 3 mal 5 Matrix multipliziere, dann überprüfe ich erstmal hier die Spalten und die Zeilen. Also, das ist in Ordnung. Und wenn ich die Multiplikation durchführe, dann werde ich eine Ergebnismatrix mit der Dimension natürlich 2 mal 5 haben. Es ist wichtig zu wissen, was man erwartet. Wenn ich das Ganze aber andersrum rechne, also wenn ich zuerst die Matrix B nehme und dann habe ich eine 3 mal 5 Matrix mal Matrix A, eine 2 mal 3 Matrix, dann merken wir ganz einfach, hier passen die zwei Zahlen nicht zusammen. Das bedeutet, diese Multiplikation kann man nicht durchführen. Und diese Sache bringt uns dann eigentlich auf eine andere sehr wichtige Eigenschaft, und zwar die Tatsache, dass die Multiplikation von Matrizen grundsätzlich nicht kommutativ ist. Oben können wir erkennen, a mal b ergibt c, aber b mal a ist gar nicht möglich. Also, das bedeutet, a mal b ist verschieden von b mal a. Eine andere wichtige Eigenschaft ist noch die des Einheitsmatrix, das ist das neutrale Element bei der Multiplikation.
Wir nennen uns dann Zahlen, egal welche Zahl wir mit der 1 multiplizieren, die Zahl bleibt immer gleich. So ein neutrales Element gibt auch bei den Matrizen und das bedeutet a mal e oder e mal a ist immer a. In diesem Fall ist die Multiplikation schon kommutativ, weil e die Matrix nicht beeinflusst. Vielleicht noch kurz ergänzend, hier als Beispiel, wenn wir für eine Matrix, die Einheitsmatrix, für eine 3x3-Matrix wollen, dann würde sie dann so aussehen: 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Also die Einheitsmatrix ist eine Matrix, die auf der Diagonale nur die Elemente 1 hat und sonst nur mit Nuller ausgefüllt ist. Die Voraussetzung für einen einfachen Lösungsweg ist in diesem Tutorial das Schema von Falk. Die werden wir auch behandeln. Es gibt noch andere Taktiken und Tricks, wie man das Ganze ausrechnen kann. Den klassischen Weg finde ich an diesen Stellen am einfachsten. Und damit wir schon eine Ahnung haben, was uns erwartet. Also, unser Ziel ist, a und b miteinander zu multiplizieren. Das bedeutet, wir werden dann hier unten die erste Matrix schreiben. Also, unser Produkt ist dann a mal b. Das bedeutet, a ist die erste Matrix, die wird hier unten geschrieben. Hier an dieser Stelle die zweite Matrix und dann kommt hier unser Produkt, also das Ergebnis. Wie das genau funktioniert, sehen wir gleich anhand von verschiedenen Beispielen. Für den Anfang habe ich ein sehr einfaches Beispiel gewählt, 2 2x2 Matrizen. Und anhand der Aufgabenstellung sollen wir einmal a mal b und einmal b mal a ausrechnen. Damit werden wir auch zeigen, dass das Kommutativgesetz nicht gilt. So, auch wenn es eigentlich schon offensichtlich ist, sollte man als erstes immer überprüfen, ob die Multiplikation durchführbar ist. In diesem Fall ist es mehr als gut erkennbar, dass hier alles in Ordnung ist. Also hier passen die Zahlen und die anderen zwei hier geben natürlich die Dimension der Ergebnismatrix. Also legen wir los. Erstmal a mal b. Wir zeichnen diese Hilfslinien hier an dieser Stelle und wir erinnern uns, wie vorher besprochen, die erste Matrix kommt immer hier unten, also 4, minus 2, 0 und 5. Und die zweite Matrix hier oben, 0, 4, 2, 1. Und jetzt wird die erste Zeile der ersten Matrix mit der ersten Spalte der zweiten Matrix multipliziert und zusammengefasst. Also 4 mal 0 sind 0. Ich schreibe es ein bisschen ausführlicher hier beim ersten Beispiel. Plus minus 2 mal 2 sind minus 4. Das ist das erste Element. Dann hier geht es weiter. 4 mal 4 sind 16 plus minus 2 mal 1 sind minus 2. Dann eine Stufe weiter runter. 0 mal 0 sind 0 plus 5 mal 2 sind 10. Und 0 mal 4 sind 0 plus 5 mal 1 sind 5. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann haben wir unsere Ergebnismatrix. Also die lautet dann minus 4, 14, 10 und 5. Und fertig. So, die zweite Multiplikation, b mal a. Erneut die Hilfslinien. Jetzt wird zuerst b eingetragen hier an dieser Stelle. 0, 4, 2, 1 und 4 minus 2, 0 und 5. Wir legen wieder los. 0 mal 4 sind 0, plus 4 mal 0 ist ebenfalls 0, also hier kommt 0 raus. Dann 0 mal minus 2 ist 0, plus 4 mal 5 sind 20. 2 mal 4 sind 8, plus 1 mal 0 sind 0, also bleibt 8 stehen. Und 2 mal minus 2 sind minus 4, plus 1 mal 5 sind 5, also bleibt 1 stehen. Kurz gesagt, die Ergebnismatrix lautet dann 0, 20, 8 und 1. Bei unserem nächsten Beispiel erhöhen wir ein bisschen den Schwierigkeitsgrad. Ich habe jetzt 2 3x3 Matrizen ausgewählt und möchte a mal b ausrechnen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt es bereits verstanden, wie das funktioniert, könnt ihr gerne an dieser Stelle auch auf Pause drücken, selbst rechnen und dann am Ende mit meinem Ergebnis vergleichen. Also, legen wir los. Zuerst theoretisch wieder die Überprüfung. Natürlich geht das. Unser Ergebnis Matrix wird auch eine 3x3 Matrix sein. Deshalb können wir an dieser Stelle loslegen. Also, wir tragen hier unten, wie gehabt, die Matrix A. 1, minus 4, 1, 3, 0, minus 1 und minus 2, 2 und 5.
Und auf der anderen Seite oben 2, 1, 1, 1, 3, 1, 4, 2, 1. Genauso wie vorher fangen wir hier an der Stelle an. Also 1 mal 2 sind 2, dann minus 4 plus 4 bleibt dann 2 übrig. Dann 1 mal 1 sind 1, minus 12 sind minus 11, plus 2 sind minus 9. 1 mal 1 sind 1, minus 4 sind minus 3, plus 1 sind minus 2. Jetzt mit der zweiten Zeile hier. 3 mal 2 sind 6, plus 0, minus 4, also 6 minus 4 sind 2. Dann 3, 0 und minus 2, 3 minus 2 sind 1. Und dann 3, 0 und minus 1, 3 minus 1 sind 2. Und die letzte Zeile, minus 4 mit 2 sind minus 2, plus 20 sind 18. Dann minus 2 plus 6 sind dann 4. Und noch am Ende plus 10 sind 14. Und minus 2 plus 2 ist 0, plus 5 sind 5. Also, das hier ist dann das Ergebnis dieser Multiplikation. Für unser letztes Beispiel habe ich zwei Matrizen mit verschiedenen Dimensionen ausgewählt und wir möchten wieder a mal b und b mal a ausrechnen. Als erstes, für die erste Operation a mal b, führen wir die Überprüfung durch. Gut oben erkennbar, hoffe ich, a ist eine 2x3 Matrix und b ist eine 2x2 Matrix. Aber wir sollten hier sofort merken, dass die Anzahl der Spalten bei der a nicht zu der Anzahl der Zeilen bei der b passt. Aus diesem Grund ist die Multiplikation nicht machbar. Also, diese Richtung können wir vergessen. Bei der zweiten Überprüfung, b mal a, dann da ist es besser sichtbar. Hier passen die zwei Zahlen und die anderen zwei ergeben wieder die Dimension der Ergebnismatrix. Also somit können wir die Multiplikation durchführen. Und das machen wir jetzt auch. Wir tragen jetzt zuerst b ein, also 3, minus 3, minus 1 und 1. Und an dieser Stelle a, 2, 3, 0, minus 1, 5 und 2. Und legen wieder los. 3 mal 2 sind 6, minus 3 mal minus 1 sind 3. 6 plus 3 sind 9. 3 mal 3 sind 9 und minus 3 mal 5 sind minus 15. Also haben wir dann minus 6 hier. Und 3 mal 0 sind 0, minus 3 mal 2 sind minus 6. Zu der letzten Zeile hier. Minus 1 mal 2 sind minus 2, minus 1 sind minus 3. Minus 1 mal 3 sind minus 3, plus 5 sind 2. Und minus 1 mal 0 sind 0 und 1 mal 2 sind 2. Also das hier wäre unser Ergebnismatrix C. Zum Schluss noch ein paar Hinweise bzw. eine kleine Zusammenfassung des Tutorials. Als erstes sollten wir uns erinnern, dass es sehr wichtig ist, zuerst die Dimension der Matrizen zu überprüfen. Damit kann man entscheiden, ob die Multiplikation möglich oder nicht möglich ist. Zweitens, eine Eigenschaft, die wir schon am zweiten Beispiel erkannt haben. Die Multiplikation ist nicht kommutativ. Und drittens, wenn ihr noch weitere Tutorials zu diesem Themengebiet, also zu Matrizen, sucht, in der gleichen Playlist findet ihr noch ein Tutorial über die Inverse einer Matrix bzw. auch Matrizengleichung. Mit der Zeit werden auch noch mehrere Tutorials dazu kommen.